Für Vorarlberg ein wichtiges Thema, wenn der Winter kommt, ist der Tourismus, der Wintertourismus, das Skifahren. Da haben wir letztes Jahr im Winter in Vorarlberg die Situation gehabt, dass die Skilifte öffnen durften. Das hat nicht nur für Zustimmung gesorgt und hat auch große Befürchtungen ausgelöst. Aber wenn ich jetzt alles, was Sie mir gesagt haben, jetzt mal hernehme, dann sollte dem ja eigentlich nichts im Weg stehen. Egal jetzt, wie es aktuell aussieht, ausgenommen, wir hätten jetzt eine Inzidenz von ich weiß nicht was. Also es würde jetzt alles eskalieren. Absolut. Ich habe das im letzten Jahr überhaupt nicht verstanden, dass Skilifte und diese ganzen Außenveranstaltungen verboten worden sind. Das ist eigentlich absurd. Ich habe sogar ein Gutachten geschrieben für die Skiliftbetreiber hier in Willingen im Sauerland, um zu ermöglichen, dass dort geöffnet wird. Denn alles, was im Freien stattfindet, das sollte man ermöglichen. Man muss die Konzentration dieser Übertragungsverhinderung auf die Innenräume richten. Und wir sollten nicht verhindern, dass die Menschen ins Freie gehen. Nein, im Gegenteil. Also ich wäre glücklich, wenn die Skilifte und die Außenanlagen offen und geöffnet werden und im Winter auch offen bleiben.